Montag ist der Tag des Pflichteinkaufs. Das Volk soll verbrauchen, damit die Fabriken produzieren können und es keine schleichende Inflation gibt. Adelaide blieb die ganze Nacht im Sessel sitzen. Sie hielt Wache oder wartete, dass ich einschlief, um meine Hand zu verbinden. Tapfer ertrug sie die Zigaretten. Ich rauchte alle und steckte die Kippen noch einmal an. So verbrauchte ich meine Ration komplett. Die ganze Nacht hindurch hörte ich ein Flüstern. Ich weiß nicht, ob im Wohnzimmer oder im Hausflur. Ich nickte ein, wachte wieder auf. Sie war nicht da. Da hörte ich das Flüstern, unterdrückte Geräusche. Ich glaubte, die Stimme ihrer Mutter zu erkennen. Oder der Nachbarin, die mit Staubwedel und Besen in der Hand ihr Leben im Kampf gegen den ewigen Staub verbringt. Ich nickte wieder ein. Wachte auf. Sie saß da wie zuvor. Ich wusste nicht, ob ich geträumt hatte. Adelaide hat Kummer. Ich sollte kein Mitleid haben, aber ich habe Mitleid. Ich heiratete sie, als ich sie nicht mehr liebte. Es gab keine Möglichkeit zum Rückzug. Ich war gekettet an alte Vorstellungen, wie zum Beispiel Würde, ein verpflichtendes Wort. Wir waren schon so lange befreundet, seit unserer Jugend. Damals glaubte ich, sie würde mir zur Seite stehen, wir würden gemeinsam altern. Eine Entscheidung in einem bestimmten Augenblick, die ich nicht traf. Die Angst vor dem Nein. Die Faszination, die es auf mich ausübte. Da lief ein merkwürdiger innerer Mechanismus in mir ab, ganz langsam, als sei er auf einen anderen Zeitbegriff eingestellt. Adelaide war eine gute Freundin, aber ich hätte sie nicht zu heiraten brauchen. Was will ich jetzt eigentlich beweisen? Ich habe diese Heirat immer als eine Selbstverständlichkeit hingenommen, bin nie dagegen angegangen. Nicht immer macht man das, was man gern täte, aber schließlich gibt man nach. Vorausgesetzt, man ist damit einverstanden. Das Schlimmste ist das Einverständnis, das passive Akzeptieren des Prinzips. Nicht alles im Leben ist so, wie man es gerne hätte. Muss aber so sein. Ich mochte sie, aber sie war nur eine Leere in der Einsamkeit. Nie hatte sie etwas ausgefüllt, war nicht wesentlich. Ich habe oft darüber nachgedacht. Wenn sie weggeht, würde sie mir nicht fehlen. Alles wird weiterlaufen wie bisher. Sie war nicht unersetzlich. Es ist kein Trost, darüber nachzudenken. Es beunruhigt mich. Ihretwegen und meinetwegen. Meine Gleichgültigkeit hat dazu geführt, dass sie allmählich verbittert und mutlos wurde. Ohne Horizonte, keinerlei Aussicht für die Zukunft. Und jetzt ohne jeden Rückhalt. Sie hat versucht, dieses Haus zu einem Heim zu machen. Ich habe nie daran teilgehabt. Ich sonderte mich ab, wollte mich wohl nicht verpflichten, auf nichts eingehen. Um immer verfügbar zu sein, jederzeit alles hinwerfen und fliehen zu können. Seit meiner Jugend habe ich dieses Bedürfnis, bereit zur Abfahrt zu sein. Nie an denselben Ort zu wollen, sich unaufhörlich erneuern, allem entfliehen, sich loslösen, davonstürzen, weit weg, einen Ort aufsuchen, wo niemand mich finden würde. Ich überlege nicht mehr. Ich weiß, es gibt keine Nähe und Weite mehr. Es gibt weder Flucht noch Zuflucht. Alles ist zerstört. In mir fühle ich eine seltsame Sehnsucht. Alt ist sie, sehr alt. Nicht aus der Zeit, als meine Urgroßeltern in den Sertao von Mato Grosso oder Paraná vordrangen, noch weiter zurück, viel weiter. Aus einer Zeit, in der ich noch gar nicht existierte. Das Bedürfnis, wie die Seefahrer zu sein, den Horizont zu überschreiten, danach einen neuen Horizont zu überqueren, ständig unterwegs zu sein, bis man, wer weiß, an den Ausgangspunkt zurückkehrt.
Und das ist nicht der Punkt, an dem ich jetzt stehe, sondern wo ich geboren wurde, wo ich Wurzeln geschlagen habe, an denen ich jetzt zerre, ohne sie doch herausreißen zu können, mir meine Hände dabei wundreibe. Was tue ich mit der Verfügbarkeit? Ich weiß nur, dass ich niemals fliehen würde, wenn ich dieses Loch in der Hand nicht hätte und in einer anderen Situation wäre. Dann würde ich dort drüben sitzen und fernsehen, Adelaide zusehen, wie sie einen Teppich knüpft, den Staub von den Möbeln wischt, die Kalender des letzten Jahres wegpackt und sich über die Kahlköpfigen beschwert, die anklopfen und um Wasser und Essen bitten. Adelaide erhob sich. Sie verließ das Zimmer, ohne die Tür zu schließen. Nie hatte einer von uns beiden in all den Ehejahren beim Hinaus- oder Hineingehen die Tür offen gelassen. Kein Mensch, ob Verwandter oder nicht, ist je in unser Zimmer gegangen, eine Art geheimer Ort, eine Zuflucht, unser Heiligtum, nicht betreten, unberührt. Nun lass uns schon gehen, oder wir kaufen heute überhaupt nichts ein, sagte sie, als sie zurückkam. Geh du doch, ich habe keine Lust. Geh du doch, ist das alles, was du sagen kannst? Ich habe nie gerne eingekauft, Adelaide. Ich will nicht gehen. Ich will nicht mehr. Du musst aber. Eine Frau darf nicht allein einkaufen gehen. Seit 16 Jahren gehen wir montags gemeinsam zum Einkaufen. Und wenn wir nicht gehen, brauchen wir denn etwas? Wie bitte? Ich will jetzt nicht darüber nachdenken. Wir leben schon dermaßen beengt. Ich würde es nicht aushalten, in der Markierung zu leben. Du hast doch gesehen, wie es der Cousine von Donald Thinder ergangen ist. Und sie hat nur 2 Wochen hintereinander nicht eingekauft, weil sie krank war. Nein, Susa, lass uns gehen. Sie akzeptieren keine Entschuldigungen. Und wenn wir nur einen kleinen Beutel Salz mitnehmen. Eine Hölle, montags hinauszugehen. Der Nebel hängt tief, die Menschen laufen langsam. Und die Sonne. Nirgendwo Schatten, um mich zu schützen. Der Kopf brennt, als hätte mich ein Ziegelstein getroffen. Vor einigen Häusern die Bäume, auf große, mit Plaste überzogene, bunte Platten gemalt. Das sind die dargestellten Gärten. Jeder kann sie kaufen. Man zahlt pro Quadratmeter. Meistens stellen sie sie vor die Fenster, damit man den Eindruck hat, man sähe ins Grüne. Andere, die angeben wollen, richten die Platten zur Straße hin. Als Zeichen des Status, sie sind sehr teuer, vor allem die dreidimensionalen oder die mit der Natur düften. Adelaide geht ein Stück vor mir her. Sie schämt sich wegen meiner Hand. Natürlich schämt sie sich. Heute verabscheut sie mich, weil ich mich heftig gegen Verbände und Pflaster gewehrt habe. Um sie nicht zu sehr zu quälen, um der Neugier aus dem Weg zu gehen, behalte ich meine Hand in der Tasche. Und trotzdem ist sie bekümmert. Sie fühlt sich dafür verantwortlich und geht mir aus dem Weg. Der Distrikt der Einkäufe ist bei dieser Hitze schwindelerregend. Die Busse im Einkaufspendelverkehr entladen massenweise Menschen. Die vom Einkauf Ausgeschlossenen drängen sich hinter der Umzäunung, strecken denen, die hineingehen, Geld entgegen und bitten sie, ihnen Waren zu besorgen. Viele leben davon, den Ausgeschlossenen illegale Einkäufe zu verschaffen. Die Ausgeschlossenen sind eine Kategorie, der es gelungen ist, vom Tag des Pflichtverbrauchs befreit zu werden. Mit der Freistellung verbunden ist allerdings das Problem, dass sie auf die kleinen Läden in ihren Wohnbereichen beschränkt sind. Sie können das große Angebot des Distrikts Einkäufe, wo es alles gibt, nicht in Anspruch nehmen. Um als Ausgeschlossener zu gelten, braucht man nur ein Mindesteinkommen von 13 Gehältern nachzuweisen. Es kommt vor, dass die Ausgeschlossenen sparen und zu den Zäunen laufen, wo sie versuchen, seltene Produkte zu bekommen, wie die künstlichen orientalischen Früchte, trockene Feigen, Datteln, Rosinen oder irgendetwas anderes, was mir gerade nicht einfällt. Da stehen sie, schreien, betteln und zeigen Geld und Gutscheine vor, während Vermittler sie abfertigen und sich Notizen machen. Alles auf Vertrauensbasis. Der Vermittler tätigt den Einkauf und bringt ihnen später alles nach Hause. Und er liefert die Sachen wirklich. Er handelt nach dem Ehrenkodex, der in der früher verbotenen Volkslotterie üblich war, bevor sie legalisiert wurde.
Man weiß nicht, was geschieht, wenn der Aufseher jemanden erwischt, der gerade Waren über den Zaun reicht, denn diese Menschen wird man nicht wiedersehen. Manchmal kommt es mir so vor, als lebte ich in einem Traum, in einer surrealistischen Situation, in einem Gasballon, der jeden Augenblick explodieren kann. Unter den Leuten am Zaun erblicke ich auch die Kahlköpfigen, die Hautlosen und dann noch Leute, die ich vorher nie gesehen habe. Ihre Augen sind fast geschlossen und verklebt, als seien die Augäpfel entzündet. Das verursacht mir Unbehagen. Sie drängen sich alle schreiend aneinander. Ich komme mir vor wie ein Privilegierter, aber es berührt mich nicht. Für mich ist der Distrikt eine Qual. Den Leuten scheint es hier zu gefallen. Sie lachen, amüsieren sich, treffen sich, trinken, sprechen laut, gehen in die Geschäfte und drängen sich zusammen. Kein Zweifel, dieser Distrikt übt eine gewisse Anziehungskraft aus. Die Galerien sind kühl, klimatisiert, durch die Glasdächer wird natürliches Licht gefiltert. Das Gebäude, das uns zugewiesen ist, hat die Belegquote noch nicht erreicht. Die Schlange steht kaum still, ununterbrochen strömen Leute hinein. Wer kein Anrecht hat, kommt nicht mehr. Am Anfang versuchten die Leute noch hineinzugelangen, die Schlangen zu durchbrechen, verursachten dabei Verstopfungen und Tumulte. Jetzt haben sie aufgegeben. Gleich sind wir drin. Die Geschäfte, von natürlichem Licht beleuchtet, haben keine Dächer, das spart Strom. Die Zeit der großen Beleuchtungen, der Neonröhrenorgien ist vorbei. Als das letzte Wasserkraftwerk aus Mangel an Wasser stillstand, übernahm der Nuklearreaktor der Steppe die Funktion, das ganze Land mit Energie zu versorgen. Es gab Probleme mit den Verteilerlinien über die multi-internationalen Reservate hinweg. Das System hatte keine Erlaubnis erhalten, so mussten sie unterirdische Linien bauen, ganz tief in der Erde, um die Fruchtbarkeit des ausländischen Bodens nicht zu beeinträchtigen. Die Kosten waren ungeheuer, neue Steuern notwendig. »Ich dachte, wir könnten ein paar Gerüche kaufen«, sagte Adelaide. »Das ist gar keine schlechte Idee.« »Siehst du, man findet immer etwas, was man braucht. Lass uns den Geruch ausgehender Nachmittag kaufen. Und einen Wasser auf trockener Erde. Es roch so gut. An einem heißen Tag lag alles voller Staub. Ein paar Tropfen fielen, schlugen hart auf, der Staub stieg auf. Dann dieser Geruch.« »Die gibt's im Augenblick nicht«, sagte der Kassierer. »Welche gibt es denn?« »Trockenes Blatt, verfaultes, feuchtes Blatt, Eukalyptus am ausgehenden Nachmittag, Kokospalme, Blumen, Gemüse, gerösteter Kaffee, neues Papier, Baumwolltuch, Matte, Tee, Kuhfladen, angebrannte Milch, Brot im Backofen, Sägewerk nach Fällen eines Zedernstammes, Lavendel, Jasmin, Kirche beim Erteilen des Segens, sauberes WC im Kino, Mädchen gebadet mit Seife, gebügelte Wäsche, offener Jatoba-Baum, Huhn am Grill, Jakafrucht, Atem eines Kindes nach dem Zähneputzen, noch 200 mehr. Inländische, nur Kuhfladen, gebügelte Wäsche, Auspuffgas und Zimmer seit langem geschlossen. Wir kauften 3 Sprays, angebrannte Milch, Sägewerk nach Fällen eines Zedernstammes und in der Lokomotive verheizte Kohle. Mein Großvater belieferte die Eisenbahnstrecke mit viel Feuerholz und wann immer ich will, kann ich den Dampfgeruch wieder hervorrufen. Ich stand oft neben der Eisenbahnlinie, wenn sie den Tender füllten. Hast du das gesehen? Wie furchtbar! Was denn? Die Verstümmelten? Nein, wo denn? Sie sind dort an der Galerie abgebogen. Sie hatten keine Arme, anstelle der Nase nur ein Loch und riesige Ohren. Sie sahen aus wie Tiere. Das Komische ist, dass sie beide genau gleich aussahen. Wie können sie die nur hier hereinlassen? Am Distriktzugang stempelt der Aufseher, Einkauf erfüllt. Wieder für eine Woche gerettet. Während wir auf den Bus warteten, hielt ich die Hand zum Schutz vor die Augen. Die Sonne schien durch das Loch und warf einen Lichtkreis auf den Boden. Mehr einen Fleck als einen Kreis, so dass das Licht verschwamm. Ich bewegte die Hand auf und ab. Der Kreis wurde größer und kleiner. In der Hocke spielte ich mit dem Licht. Es schien durch meine Hand. Dieses Bild gefiel mir. Licht, das durch meine Hand hindurchscheint und ein Zeichen wirft. Ja, sicher. Jener kleine Kreis konnte ein Mittel sein. Ein Signal.
konnte einen Sinn haben, ein Hinweis sein. In den Kathedralen verbrachte ich oft Stunden damit, den langsamen Weg des Lichts, das durch die Öffnungen in den Gewölben fiel, zu beobachten. Bis der Augenblick kam, wo die Sonne direkt auf den Altar schien und den Tabernakel beleuchtete. Das musste mehr als ein Zufall sein. Es lag eine bestimmte Absicht darin. Das Licht zu Füßen des Göttlichen konnte eine Ehrerbietung sein. Die Bestätigung dafür, dass Gott Licht ist. Es konnte aber auch eine andere Botschaft sein, für Eingeweihte. Eine Botschaft, die über Jahrtausende immer wieder aufgefangen würde, ganz gleich in welcher Epoche oder Zeit. Das mit den Eingeweihten empörte mich. Es würde immer Menschen geben, die etwas aus diesem Lichtkreis entziffern können. Ein Gefühl von Zuversicht und Frieden. Das empfand ich in den Kathedralen Europas, wenn ich auf einer Bank saß und Stunde um Stunde jene zarte, kaum wahrnehmbare Bewegung des Lichtes zum Tabernakel hin verfolgte. Harmonie auf der Suche nach einem Ziel, das immer erreicht wird. Jeden Tag, seit Jahrhunderten, ging das Licht seinen Weg. Erst traf es auf den Boden des Kirchenschiffes, dann erreichte es den Altar zu einer bestimmten Stunde. Komisch. Jetzt, wo ich daran denke, empfinde ich es als unangenehm, wie unveränderlich es sich darstellte. Es war zugleich die Gewissheit des Unveränderlichen in den großen Dingen des Universums, in seinem Lauf, seiner Struktur. Ob jenes Licht auch heute noch zur gleichen Stunde den gleichen Weg mit der gleichen Intensität geht? Ist dieses Unveränderliche nicht schon verändert worden? Ich gebe alles darum, wieder in den Kathedralen zu sitzen. Es gibt jedoch verschiedene Begriffe des Unveränderlichen. Der erste, weit gefasste, allgemeine und zwingende ist der des Universums selbst, ist unantastbar. Der zweite ist der der kleinen Systeme, die wir selbst aufbauen, die Veränderungen brauchen und hin und wieder korrigiert werden müssen, damit sie sich einer höheren, eigenmächtigen Ordnung angleichen. Oder bringe ich alles durcheinander? Ich weiß es nicht. Ich durchschaue die Situation nicht. Wo bleibt der Mensch bei all dem? Welche Funktion hat er innerhalb der Natur des Universums? Regiert er oder wird er regiert? Und die ungeheure, jahrhundertelange Anstrengung des Menschen, die Welt zu beherrschen und Macht auszuüben. Hat der Mensch vielleicht die Grenzen überschritten, als er es wagte, die innere Struktur des Universums zu verändern? Hatte er sie verändert, ohne überhaupt je die kleinen Strukturen, die zusammengenommen unsere Welt ausmachen, verstanden oder beherrscht zu haben? Das heißt, er war noch nicht auf die umwälzende Veränderung vorbereitet und hat einen großen Fehler begangen. An irgendeinem Punkt.